das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. 16 Jahre, 7 Monate, 3 Wochen und 4 Tage ist es her, dass Angela Merkel erstmals zur CDU-Vorsitzenden gewählt wurde. In Essen. Morgen wird sie sich genau dort zur Wiederwahl stellen. Darüber und über ihren Kurs reden wir gleich mit der Kanzlerin. Vorher aber schauen wir nach Italien. Dort haben die Wählerinnen und Wähler gestern wieder mal eine Regierung ihres Kopfes beraubt. Nachdem eine deutliche Mehrheit die Verfassungsreform von Ministerpräsident Renzi abgelehnt hat, reichte dieser heute Abend seinen Rücktritt ein. Zwar bat Staatspräsident Mattarella, Renzi möge bis zur Verabschiedung des Haushaltes noch im Amt bleiben, aber das Ende der 63. Nachkriegsregierung Italiens und ihres 27. Ministerpräsidenten ist nur eine Frage der Zeit. Die Ironie, die abgelehnte Verfassungsreform sollte unter anderem die instabilen Regierungsverhältnisse ändern. Wenn man so will, bleibt der ständige Wechsel nun die Konstante in Italiens Politik. Mit Folgen für Europa. Aus Rom, Ellen Trapp. Ankunft im Quirinalspalast. Ministerpräsident Renzi will Staatspräsident Mattarella um seinen Rücktritt bitten. Doch der Präsident überredet ihn, noch ein bisschen im Amt zu bleiben. Vergangene Nacht zog Renzi bereits die Konsequenzen aus der Niederlage. Fast 60% der Wählerinnen und Wähler hatten gegen seinen Reformvorschlag gestimmt. Als wir um das Vertrauen baten, ging es darum, das System zu vereinfachen, das Zweikammersystem abzuschaffen, die Kosten für die Politik zu reduzieren und die direkte Demokratie zu stärken. Mit dem Programm sind wir angetreten, aber wir haben nicht überzeugt. Das tut mir leid. Laura Garavini ist Renzis Parteikollegin. Eine Niederlage, erklärt sie, der Grund läge auf der Hand. Eine klare Niederlage, weil wir eigentlich die einzige politische Kraft waren, die deutlich für das Ja waren. Es ist uns leider nicht gelungen, die Anhänger der anderen Partei zu mobilisieren. Der Gegenwind für Renzis Reformvorschlag kam von Berlusconis Forza Italia, der fremdenfeindlichen Lega Nord und Beppe Grillos eurokritischer Fünf-Sterne-Bewegung. Sie alle fordern jetzt Neuwahlen. Populisten im Aufwind? Ja, aber die Gründe für Renzis Niederlage könnten andere sein, so die Journalistin Zegarelli. Bei dieser Wahl hat sich Frust und Unzufriedenheit all jener gezeigt, die sich noch immer in wirtschaftlicher Unsicherheit und einer schwierigen Lage befinden. Hinzu kommt der Populismus. Es ist kein Zufall, dass Grillo und Salvini diesen Sieg einfahren können. Das Bauchweh der Italiener hat sich in einem tiefer liegenden Unwohlsein ausgedrückt. Renzi hatte von einem wirtschaftlichen Aufschwung gesprochen, einem Italien, das es hätte schaffen können, dabei war, sich aufzurappeln. Aber die Leute sind desillusioniert. Darüber hinaus wollte Renzi mit der Reform die Macht der Regierung ausbauen, die Demokratie einschränken und den Senat entmachten. Das Volk hat ihm das übel genommen. Italien steckt tief in der Krise, so der Politikwissenschaftler Orsina. 2017 wird in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland gewählt. Europa sollte sich schnell um die vielen Probleme kümmern, die Wirtschaft und Migration. Realistisch ist aber, dass Europa 2017 gelähmt sein wird. In dieser Lähmung hat Renzis Italien wenigstens ein Element der Stabilität dargestellt. Jetzt ist es ein Element der Instabilität. Finanzminister Padoan wird als ein möglicher Nachfolger Renzis gehandelt. Er könnte die Übergangsregierung als Ministerpräsident führen. Ob und wann es Neuwahlen in Italien geben wird, ist im Moment nicht abzusehen. Italien steuert also unsicheren Zeiten entgegen. Aber wirkt sich das auch auf den Euro und die Europäische Union aus? Wagen wir mal eine kleine EU-Jahresbilanz 2016. Da sind die Briten, die sich aus der EU gleich ganz verabschieden wollen. Da ist in Frankreich der rechtsextreme EU-skeptische Front National, der im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl triumphieren könnte. Und da ist unser Nachbarland Österreich. Dort hat gestern zwar der europafreundliche Präsidentschaftskandidat Van der Bellen die Wahl gewonnen, aber jetzt auch nicht gerade mit einer überwältigenden Mehrheit. Kurz, die Idee einer starken Gemeinschaft wirkt zum Ende des Jahres eher schlaff. Aber die EU in der Krise? Aus Brüssel, Bettina Scharkus. Der griechische Finanzminister hat heute gut lachen. Um seine Bilanzen geht es diesmal nicht, auch wenn Athen immer noch die rote Laterne hält in Sachen Verschuldung. Sein italienischer Kollege lässt sich entschuldigen, keine Zeit für Brüssel.
Dennoch ist das Referendum natürlich hier Thema. Nach außen reagieren die Minister gelassen auf die Regierungskrise in Rom. Von einer neuen Finanzkrise will niemand reden. Ich habe volles Vertrauen in die italienische Regierung. Sie wird die Situation in den Griff bekommen. Italien ist ein solides Land. Solide? Ich glaube, es gibt keinen Grund, von einer Eurokrise zu reden. Aber es gibt ganz sicher keinen Grund, sie herbeizureden, von niemand. Matteo Renzi war beliebt in Brüssel. Er stand für politische Stabilität und wirtschaftliche Reformen. Doch schon in den letzten Monaten wuchsen die Sorgen um Italien, immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft in der EU. Denn Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Land mit Staatsschulden von mehr als 2.200 Milliarden Euro. Im maroden Bankensystem lauern 360 Milliarden Euro faule Kredite und die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit 36% weit über dem europäischen Durchschnitt. Italiens Wirtschaft steht also unter Druck, doch Europas Börsen reagieren heute überraschend gelassen auf Renzis Abgang. Experten warnen, diese Regierungskrise in Rom könnte eine neue Eurokrise auslösen. Also der Euro ist auf jeden Fall in Gefahr. Und wenn es in Italien nicht schnell eine neue Regierung gibt, die die Reformen voranbringt, dann kommt die Eurokrise zurück. Im Brüsseler Europaviertel fragt man sich, wie geht es weiter nach dem Nein der Italiener. Nicht wenige fürchten, dass mittelfristig EU-kritische Populisten die Regierung übernehmen könnten. Die Unsicherheit ist groß. Die Ursachen für das Scheitern des Referendums, die lagen sicher in Italien. Aber die Auswirkungen können europäisch sein. Nachdem Hollande angekündigt hat, er kandidiert nicht mehr, ist jetzt mit Matteo Renzi in einem weiteren wichtigen Staat ein Regierungschef weg. Mit anderen Worten, es kommt viel mehr Verantwortung auf Brüssel und auf Berlin zu. Auch wenn die Finanzminister heute nicht von einer Krise reden wollen, hinter den Kulissen wächst die Sorge um Italiens Zukunft. Schon in der nächsten Woche treffen sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Beim EU-Gipfel wird die instabile Situation wohl das wichtigste Thema sein. Was sagt das Abstimmungsergebnis in Italien über den Zustand der Europäischen Union aus? Dazu ein Kommentar von Brigitte Abold vom Bayerischen Rundfunk. Kein Beben, kein Crash. Die Untergangspropheten können erstmal einpacken. Nur eine Regierungskrise, in Italien ein häufiger Vorgang. Was ging schief? In der Hauptsache wohl, dass sich viele nicht ernst genommen fühlten. Renzi ließ die Bürger auch darüber abstimmen, ob sie künftig auf Mitsprache verzichten oder nicht. Klar, dass das schief geht, wenn man Basisdemokratie benutzt, um sie in Teilen abzuschaffen. Und sonst? Angetreten als Rotamatore, der Verschrotter, der mit den alten Eliten aufräumt, blieb auch das am Ende Wunschdenken. Enttäuschte Hoffnungen, vor allem bei den Jungen. Viele sind arbeitslos. Arbeitnehmereinkommen sinken oder stagnieren. Viele können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Banken sind in der Refinanzierung fauler Kredite heillos überfordert. Eine schwere Last für den Euro. Die Wirtschafts- und Bankenkrise geht weiter, bisher mit und bald ohne Renzi. Der italienische Patient benötigt dringend Intensivbehandlung mit Reformen. Für Brüssel bleibt viel Unsicherheit, trotz aller Beruhigungspillen, die man sich verordnet hat. Sicher scheint nur, dass es für die EU schlecht wäre, wenn sich die Regierungskrise lange hinzieht oder gar Populisten die Oberhand gewinnen. Brigitte Abold kommentierte. Das war der Moment, in dem die Ära Merkel in der CDU begann. Im April des Jahres 2000 wurde Angela Merkel beim Parteitag in Essen erstmals zur CDU-Vorsitzenden gewählt. Damals von so manchem altgedienten Parteigranden hinter vorgehaltener Hand wohl noch als Übergangslösung gesehen. Das denkt in der Partei längst keiner mehr. 11 Jahre Kanzlerschaft sprechen für sich. Nun findet heute und morgen in Essen erneut ein CDU-Parteitag statt. Wieder steht Merkel zur Wahl, aber die fast 96% Zustimmung, die sie vor 16,5 Jahren erhielt, die werden es diesmal wohl eher nicht. Tom Schneider berichtet. Die Hände plötzlich anders gefaltet als gewohnt, Merkel mal ohne die berühmte Raute, so als wollte die Kanzlerin dezent das Signal setzen, es gibt da schon noch etwas zu entdecken nach 16 Jahren, als die CDU mit ihr genau in dieser Essener Grugerhalle den Aufbruch nach der Ira Kohl ausrief.
Merkels Erinnerungskultur ist bei so etwas gewohnt sachlich. Damals hatten wir das Motto zur Sache und sind zur Sacharbeit zurückgekehrt. Und der jetzige Parteitag ist ein Beleg dafür, dass wir in der Regierungsverantwortung, in der wir damals nicht waren, weiterhin an der Sache arbeiten müssen, erfolgreich arbeiten müssen, weil die Menschen von uns das erwarten. Dass sie intensiv zuhören kann, hat Merkel in den vergangenen Wochen gezeigt. Auf mehreren CDU-Regionalkonferenzen traf Kanzlerin auf Parteierwartungen. Die Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik wirkt nach. Doch selbst die Kritiker können über Merkels Stärken nicht hinwegsehen. Sie ist glaubwürdig, sie kommt gut rüber und eine Alternative sehe ich nicht. Erstens hat die CDU, meine ich, sonst niemanden. Es gibt keinen anderen. Wir haben keinen. Das ist das Problem. Frischen Wind braucht die Partei trotz oder vielleicht gerade wegen Merkel. Parteivize Strobel will solchen erzeugen mit direkten Worten zur rascheren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Verschärfung ist ein Wort, das ich nicht gebrauchen würde. Eine neue Konsequenz. Wir müssen das mit einer bestimmten Konsequenz tun. Vielleicht hätten wir es in der Vergangenheit schon etwas konsequenter machen sollen. Diese Konsequenz war Merkels Tonlage bislang nicht. Seit den letzten Beratungen am Nachmittag ist sie plötzlich Teil des zentralen Parteitagsantrags. Ein Kurswechsel? Nein, meint der Generalsekretär. Wer Angela Merkel kennt, weiß, dass sie erst mal da steht, wo Angela Merkel steht. Und ich habe eben schon gesagt, ich war nach der Debatte des Bundesvorstands sehr zufrieden, Thomas Strobel und andere auch. Und ich hatte den Eindruck, das darf ich sagen, dass das auch für die Vorsitzende gilt. Welche Signale Angela Merkel daraus für den Bundestagswahlkampf ableitet, will sie den Delegierten morgen offenbaren. Und in Essen begrüße ich die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende. Guten Abend, Frau Merkel. Guten Abend, Herr Zamperoni. Frau Merkel, an alter Wirkungsstätte in der Essener Grugerhalle begann vor 16 Jahren Ihr CDU-Vorsitz, damals mit einem Traumergebnis. Womit rechnen Sie denn morgen? Ich rechne morgen damit, dass ich ein ehrliches Ergebnis von den Delegierten bekomme und schauen wir mal, was das ist. Und in der Tat, Essen ist ein interessanter Parteitagsort. 1985 gab es einen Frauenparteitag, der jahrelang die CDU bestimmt hat und dann wurde ich hier zum ersten Mal gewählt und jetzt freue ich mich auf den morgigen Tag. Was verstehen Sie denn unter einem ehrlichen Ergebnis? Na, dass jeder Delegierte so abstimmt, wie er möchte. Da sind wir auch mal gespannt. Ich kann mich jetzt an Erwartungen nicht beteiligen. Ich sage einfach, dass wir freie und geheime Wahl haben und dann schauen wir mal. Die so mancher Abgeordnete und manches Parteimitglied wahrscheinlich nutzen wird, um vielleicht ein gewisses Grummeln in der Parteibasis, das ja nicht zu überhören ist, da Ausdruck zu bringen. Unter Ihrer Führung hat die CDU bei mehreren Landtagswahlen zuletzt viele Stimmen verloren. Die AfD schickt sich an, die Union rechts zu überholen. Vielen CDUlern ist der Kurs in der Flüchtlingskrise nicht scharf genug. Warum glauben Sie, dass Sie die Richtige jetzt für Partei und Land sind? Ich glaube, dass wir eine sehr erfolgreiche Regierungsarbeit gemacht haben und das nicht erst in den letzten Jahren, sondern seit 2005. Die Arbeitslosenzahlen konnten halbiert werden. Wir haben allein in den letzten 5 Jahren 2,7 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, einen ausgeglichenen Haushalt, kein Leben auf Pump für die künftigen Generationen. Und das war auch der Grund, warum wir die große humanitäre Kraftanstrengung des vergangenen Jahres doch packen konnten und mit vielen, vielen Helfern, Haupt- und Ehrenamtlichen und dann jetzt die Dinge auch geordnet, gesteuert haben, zum Beispiel durch das EU-Türkei-Abkommen. Und natürlich war das für viele auch eine schwierige Zeit. Das hat sich auch auf die Landtagswahlkämpfe ausgewirkt, das weiß ich. Deshalb kann man sagen, das vergangene Jahr war nicht einfach. Aber wir sind entschlossen, doch jetzt in die Zukunft blickend Orientierung in schwierigen Zeiten zu geben. Und diese Zeiten sind wirklich schwierig. Das sieht man ja an vielen Stellen in der Welt. Das tut man in der Tat. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, fehlt da Euphorie auch in der Partei. Kann das ein bisschen auch daran liegen, dass, um Ihre Worte zu benutzen, Sie da auch alternativlos sind in der CDU derzeit noch? Niemand ist so, dass er nicht auch ersetzt werden könnte, sondern ich habe lange nachgedacht. Ich habe mich mit vielen auch konsultiert, die mich gebeten haben, noch einmal anzutreten. Und das geht ja nicht nur um den Wahlkampf, es geht auch um die nächsten 4 Jahre.
Und ich glaube, das sind Zeiten, in denen viel zu bewegen ist, in denen die wirtschaftlichen Grundlagen aufgrund der Digitalisierung neu zu legen sind und anders zu legen sind. Deutschland muss sich in der Globalisierung behaupten, auch ein Teil der Europäischen Union sein. Und insofern habe ich viel Freude und Tatkraft für das, was vor uns liegt. Und ich glaube, viele andere auch mit mir. Und insofern machen sich keine zu großen Sorgen über die Euphorie. Aber es spiegelt sich in der CDU auch die realistische Einschätzung wider, dass die Welt in einer schwierigen Lage ist. Manche sagen, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und deshalb geht es um sehr Grundsätzliches. Und da glauben wir, in der Christlich-Demokratischen Union sind wir gut gerüstet, um diese Aufgaben auch anzunehmen. Zu diesem Grundsätzlichen gehört auch, Sie haben es angesprochen, die Flüchtlingskrise, das Thema, das auch diesen Parteitag mitbestimmt. Bleiben Sie beim Nein zu einer Obergrenze? Die Positionen darüber sind unterschiedlich zwischen der CDU und der CSU. Ich glaube, dass wir reduzieren müssen, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen. Wir haben das erreicht. Und insofern stellt sich diese Frage im Augenblick nicht so. Wir können bei so vielen Gemeinsamkeiten zwischen CDU und CSU auch unterschiedliche Positionen in dieser Frage aushalten. Das ist jedenfalls meine Meinung. Das Gros der Maßnahmen, die gesamte Ausrichtung ist zwischen CDU und CSU durch viele Gemeinsamkeiten geprägt und das zählt für mich. Jetzt gibt es aber nicht nur zwischen CDU und CSU da unterschiedliche Meinungen. Ihr eigener Parteivize Thomas Strobel hat eine härtere Gangart in der Flüchtlingsfrage gefordert. Auffanglager in Nordafrika, gegebenenfalls auch Kranke abschieben, Schwangere abschieben. Fährt die CDU da jetzt auf AfD-Kurs? Nein, wir haben auf der einen Seite sehr viel Kraft darauf gelenkt, ein Integrationsgesetz zu entwickeln, Maßstäbe für die Integration zu schaffen und viel, viel mehr in die Integration derer zu investieren, die eine Bleibeperspektive in Deutschland haben. Das sind entsprechend den Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ungefähr 60% derer, die bei uns angekommen sind und einen Antrag stellen. Und dann gibt es den anderen Teil der Antragsteller, die sind nach einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht dazu sozusagen beschieden, dass sie in Deutschland bleiben können. Und jetzt geht es um die Frage, wie können wir erreichen, dass diese Menschen unser Land auch wieder verlassen müssen, damit die anderen, die unseren Schutz brauchen, auch wirklich diesen Schutz bekommen können. Und das ist nichts weiter als Umsetzung des Rechtsstaates. Und da müssen wir besser werden, weil wir über Jahre, als wir sehr geringe Flüchtlingszahlen hatten, das nicht konsequent gemacht haben. Und das heißt auf der einen Seite, dass wir jetzt Bund, Länder und Kommunen enger zusammenarbeiten müssen. Darüber sprechen wir in dem Antrag. Und gleichzeitig heißt es, dass wir nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens auch mit anderen Ländern solche Abkommen brauchen. Und dabei einerseits den Menschen dann eine bessere Perspektive vor Ort zu bieten, das ist auch wichtig. Zum Zweiten die Schlepper ihres Geschäftsmodells zu berauben. Und das ist auch ganz wichtig. Im Mittelmeer sind in diesem Jahr über 4000 Menschen ertrunken. Dem können wir ja nicht tatenlos zusehen. Und drittens dann eben auch Möglichkeiten zu finden, wo wir legal sagen, wer kann kommen, unter welchen Umständen, aber nicht durch Schlepper und Schleuser getrieben. Und das ist nichts anderes, als dass wir Recht und Gesetz zur Durchsetzung helfen. Und darüber haben wir intensiv gesprochen, genauso wie wir über Integration in den Arbeitsmarkt, in Sprachkurse ganz intensiv sprechen. Aber Ihr Kurs war ursprünglich weniger hart und konfrontativ. Warum geben Sie dem jetzt nach? Nein, das ist einfach nicht richtig. Mein Kurs war geprägt davon, dass wir viele, viele Menschen in humanitärer Notlage haben. Und alle diese Menschen in einer humanitären Notlage, zum Beispiel die vielen Menschen, die aus Syrien gekommen sind, die vielen Menschen, die aus dem Irak gekommen sind, werden zu über 90% anerkannt und haben hier ein zumindest zeitweises Bleiberecht. Bei den Flüchtlingen aus Afghanistan wird immerhin ungefähr die Hälfte anerkannt. Und wenn dann nach rechtsstaatlichem Verfahren die anderen keine Aufenthaltserlaubnis haben, zum Beispiel auch sehr, sehr viele aus den Staaten des westlichen Balkans, aber auch aus anderen Ländern, aus nordafrikanischen Ländern, dann ist es absolut richtig zu sagen, ihr müsst, auch wenn es schwer ist, wieder nach Hause. Das kann man auch mit einem freundlichen Gesicht machen. Das kann man aber machen und muss sagen, dass das die Regeln unseres Rechtsstaates sind. Und ich glaube, nur darauf kann auch eine Gemeinsamkeit beruhen, dass wir denen, die Schutz brauchen, auch wirklich helfen. Es soll also mehr Abschiebungen aber geben. Schauen Sie, das ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn man 60% positive Bescheide hat oder meinetwegen 65%,
dann sollen diese Menschen eine Bleibeperspektive haben. Aber wenn deutsche Gerichte und das Bundesamt für Migration sagen, andere haben keine Bleibeperspektive, dann können wir doch nicht sagen, pass mal auf, uns interessiert nicht, was Recht und Gesetz ist und ihr könnt kommen. Diese Aufgabe können wir doch nicht schultern, sondern es ist doch absolut richtig, dass diese Menschen freiwillig oder eben, wenn sie es freiwillig nicht wollen, dann auch durch Härte des Rechtsstaates zurückgeführt werden. Sonst können wir doch denen, die Hilfe brauchen, nicht helfen. Und ich glaube, das ist nichts weiter als die Umsetzung von Recht und Gesetz. Und das erwarten die Menschen zu Recht von uns. Jetzt ist die Flüchtlingskrise ja keine rein deutsche Herausforderung, sondern eine europäische. Und da zerbröselt der Zusammenhalt. Auch wenn in Österreich gestern gerade so der proeuropäische Präsidentschaftskandidat gewonnen hat. In Italien ist Ihr EU-Partner Renzi nun gescheitert. Wie wollen Sie den Zerfall der europäischen Idee aufhalten? Also erst einmal ist die österreichische Wahl ja eine gute Nachricht. Wenn es anders gekommen wäre, hätten wir es ja auch als nicht so gute Nachricht bewertet. Und was das Referendum in Italien anbelangt, so war es eine Entscheidung über eine innerstaatliche italienische Reform, bei der es sehr viele Gegner gab von links und rechts, die leider mein Kollege Matteo Renzi nicht gewonnen hat. Ich habe mit ihm sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Ich glaube, dass Italien Reformen braucht, aber das war eine innerstaatliche italienische Entscheidung. Und jeder neue Ministerpräsident Italiens wird auch wieder intensiv mit uns zusammenarbeiten. Erstens ist die Flüchtlingsherausforderung gar nicht nur eine europäische Herausforderung, es ist eine weltweite Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, dass die Vereinten Nationen das jetzt auch so sehen. Zweitens ist es dann eine große europäische Herausforderung, weil unsere Nachbarn nordafrikanische Staaten sind, unsere Nachbarn sind Syrien und fast auch als Nachbarland der Türkei auch der Irak. Und das sind Dinge, die uns angehen. Und hier bin ich nicht zufrieden mit der europäischen Solidarität. Da müssen wir noch darum ringen, wie wir die Aufgaben besser verteilen. Wir sind uns alle einig, dass wir einen besseren Außengrenzenschutz brauchen. Wir sind uns alle einig, dass wir eine Bekämpfung der Ursachen der Flucht brauchen und Menschen vor Ort besser versorgen müssen. Aber bei der Verteilung der Flüchtlinge gibt es nach wie vor große Probleme und daran muss gearbeitet werden. Aber das ist auch nicht das erste Thema in Europa, an dem man länger arbeiten muss als ein Jahr. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Flüchtlingskrise. Nun wird hierzulande gerade heftig ein Fall aus Freiburg diskutiert, bei dem ein 17-jähriger Flüchtling eine Studentin vergewaltigt und ermordet haben soll. Das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie ihre Vorurteile gegenüber den Flüchtlingen bestätigt sehen. Und manche halten ihnen jetzt sogar vor, dass ihre Flüchtlingspolitik mitverantwortlich sei für das, was passiert ist. Was sagen Sie diesen Leuten? Ich sage erst einmal, dass es dieser Mord schrecklich ist und dass meine Gedanken bei den Eltern, bei den Angehörigen sind. Zum Zweiten, wenn es sich herausstellen sollte, dass es ein afghanischer Flüchtling war, dann ist das absolut zu verurteilen. Und genauso wie bei jedem anderen Mörder, aber auch ganz deutlich zu benennen. Und dann sage ich, dass damit aber nicht die Ablehnung einer ganzen Gruppe verbunden sein kann, so wie wir auch sonst nicht von einem auf eine ganze Gruppe schließen können. Und deshalb bleibt es trotzdem ein tragisches Ereignis, das aufgeklärt werden muss und über das man auch ganz offen sprechen muss. Frau Bundeskanzlerin, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte schön. Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Ja, üblicherweise sind Taten wie der gerade angesprochene Mord in Freiburg, so tragisch sie sind, kein Thema für die Tagesthemen. So haben wir in der Redaktion zunächst auch in diesem Fall entschieden. Weder als der Mord Mitte Oktober begangen wurde, haben wir berichtet, noch als am Samstag ein mutmaßlicher Täter gefasst wurde. Ein 17 Jahre alter afghanischer Flüchtling. Das wird uns seitdem von manchen Zuschauern vorgeworfen. Dass wir jetzt darüber berichten, liegt daran, dass der Fall nun eine politische Dimension bekommen hat. Das Opfer wird dabei ebenso von einigen Seiten instrumentalisiert wie der mutmaßliche Täter. Und im sonst so beschaulichen Freiburg ist die Welt, auch jenseits dieses Falles, alles andere als in Ordnung. Daniel Hechler. Es liegt ein Schatten über Deutschlands Sonneneck. Freiburg, einst Zentrum der Anti-AKW, der Frauen, der Friedensbewegung. Bis heute prägt ein linksliberaler Geist die Studentenstadt. Einige hier fürchten nun um eben dieses Klima, andere geben sich trotzig.
Die blicken weiterhin positiv und es bleibt eine weltoffene Stadt. Ich bin nicht geneigt, die Flüchtlinge jetzt gleich unter einen Topf zu setzen. Hoffentlich schlägt das nicht auf die positive Stimmung, die wir den Leuten entgegenbringen im Allgemeinen und auf die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, da jetzt so negativ zurück. Nach dem Tod von Maria L. steht Freiburg unter Schock. Am 16. Oktober wird ihre Leiche am Ufer der Dreisam entdeckt. Die 19-jährige Studentin war missbraucht worden und ertrank. Über Wochen lähmt Angst viele Eltern, Frauen, Jugendliche. Seit ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan inhaftiert wurde, macht sich ein Gefühl von Erleichterung breit, aber auch eines von Beklemmung. Das Gewaltverbrechen wird zur Vorlage für politische Debatten. Und in den sozialen Netzwerken gehen die Emotionen hoch. Hoffentlich wacht jetzt auch der letzte Gutmensch auf. Das ist erst der Anfang. Wer jetzt noch bestreitet, dass Willkommenskultur tödlich ist, muss sich nach seinen Motiven fragen lassen. Unsere Politiker lernen nichts dazu. Stimmen und Stimmungen als Steilvorlage für Politiker und Verbandsvertreter, die es schon immer gewusst haben wollen und solchen, die es empört, zurückweisen. Frau Merkel und Herr Gabriel, die diese Politik der illegalen Migration in dem Maße, wie sie stattgefunden haben, zu verantworten haben, tragen eine Mitverantwortung an solchen Geschehnissen. Wenn sie unkontrolliert Hunderttausende junger Männer in dieses Land einreisen lassen, unbegleitet, dann ist es naheliegend, dass irgendwann auch mal so etwas passiert. Manche Tat hätte sich verhindern lassen, wenn man genauer hingeschaut hätte, wenn wir besser vorbereitet gewesen wären auf den Ansturm, insbesondere männlicher, junger Flüchtlinge. Auch Ausländer begehen solche Straftaten, aber eben auch leider Deutsche. Und das jetzt zu instrumentalisieren auf dem Rücken des Opfers, finde ich unerhört. Ausgerechnet das linksliberale Freiburg, der Ausgangspunkt einer hitzigen Flüchtlingsdebatte. Jetzt, kurz vor Weihnachten, rückt die Studentenstadt zusammen. Und wir kommen noch einmal zurück zum Referendum in Italien und den Reaktionen an den Aktienmärkten. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis. Die Anleger in Deutschland haben gelassen auf das Scheitern des Verfassungsreferendums in Italien reagiert. Der deutsche Leitindex DAX konnte nach den Verlusten der vergangenen Woche sogar zulegen. Dagegen gab es an den italienischen Börsen, vor allem bei Bankaktien, deutliche Verluste. Mehr dazu von Anja Kohl. In Italien droht eine lange Phase politischer Instabilität und ein Reformstillstand. Das wichtigste italienische Aktienbarometer hielt sich zwar, verlor nur leicht, rund 0,2%. Doch die Ängste vor einer neuen Bankenkrise bekamen neue Nahrung. Sie waren schon Mitte 2015 aufgeflammt. Seither haben italienische Aktien fast 30% verloren, zogen Investoren 115 Milliarden Euro aus Italien ab. Diese Kapitalflucht könnte sich angesichts der unklaren politischen Zukunft nun weiter verschärfen. Dabei brauchen Italiens Banken Investoren, die bereit sind, ihnen frisches Geld zu geben, denn die Geldhäuser sitzen auf 360 Milliarden Euro an faulen Krediten. Aktien italienischer Banken taumelten heute weiter, unter anderem die Monte dei Paschi und die UniCredit. Sie halten das größte Volumen an faulen Krediten. Namhafte internationale Banken, europäische Gremien und Italiens Regierung arbeiten schon länger fieberhaft an einem Sanierungsplan. Dieser Plan sieht unter anderem eine Beteiligung der Gläubiger vor. Doch ob er mit der aktuellen politischen Unsicherheit noch umsetzbar ist, ist zweifelhaft geworden. Deutsche Anleger reagierten gleichwohl gelassen, es sei keine Abstimmung über den Euro gewesen. Insgesamt konnte der deutsche Leitindex DAX um 1,6% zulegen und schloss bei 10.685 Punkten. Der Dow Jones in New York ging mit 19.216 Punkten aus dem Handel. Der französische Premierminister Valls will bei der Präsidentenwahl im Frühjahr antreten und sich deshalb bereits morgen aus der Regierung zurückziehen. Das kündigte der Politiker am Abend in Evry südlich von Paris an. Mit der Bewerbung des Sozialisten war bereits gerechnet worden. Der Weg für Valls war frei geworden, nachdem Präsident Hollande seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt hatte. Nach monatelangen Protesten gegen ein umstrittenes Ölpipeline-Projekt in den USA zeichnet sich ein Kompromiss ab. Die Bauarbeiten wurden unterbrochen und es wird ein neuer Streckenverlauf geprüft. Die fast 1.900 Kilometer lange Pipeline sollte im Bundesstaat North Dakota durch ein Gebiet führen, das dem Stamm der Sioux heilig ist. Umweltschützer hatten zudem vor einer Gefährdung des Trinkwassers gewarnt.
Ein Sprecher des designierten US-Präsidenten Trump betonte, dieser unterstütze den Bau der Pipeline. 10 Monate nach dem Zugunglück von Bad Aibling ist der Fahrdienstleiter verurteilt worden. Das Landgericht Traunstein verhängte 3,5 Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung. Der Fahrdienstleiter hatte im Stellwerk mehrere Fehler gemacht, weil er durch ein Online-Spiel auf seinem Handy abgelenkt war. Bei dem Unglück kamen 12 Menschen ums Leben und mehr als 80 wurden verletzt. Er trug eine große Verantwortung für die Zugreisenden und hat sich in fahrlässiger Weise von seiner Arbeit ablenken lassen. Der Strafsenat des Landgerichts Traunstein kommt zu dem Ergebnis, dass allein der 40-jährige Fahrdienstleiter das Unglück herbeigeführt hat. Durch Fehler, die jeweils vermeidbar und sogar zu korrigieren gewesen wären. Das Gericht konnte ausschließen, dass mögliche Mängel der Bahn irgendwie eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Die Technik hat funktioniert. Der Angeklagte habe hingegen unzulässige Sondersignale gesetzt und den Notruf falsch bedient. Die beiden Triebwagenführer konnten seine Warnungen nicht hören. Keine Berücksichtigung bei der Urteilsfindung fanden Zeugenaussagen von Bahnexperten. Diese hatten im Prozess dargelegt, dass bereits 1984 ein zusätzliches Sicherungssystem für den eingleisigen Bahnabschnitt zwischen Bad Aibling und Kolbermoor eingebaut werden sollte. Das ist bis heute nicht erfolgt. Für viele Opfer ist das heutige Urteil deshalb nur ein Teilerfolg. Sie wollen jetzt zivilrechtlich gegen die Deutsche Bahn vorgehen. Für sie geht es um Schmerzensgeld und Schadenersatz. Und fehlt uns nur noch das Wetter. Bevor in dieser Nacht für manche der Nikolaus unterwegs sein wird, haben wir Sven Plöger. Ja, und der hat hoffentlich eine schöne Bescherung vom Himmel für uns im Gepäck. Ja, ich habe Sonne im Schuh, Ingo, und die lasse ich dann morgen auch raus. Aber natürlich wieder nicht für alle. Das ist so eine Hochdrucklage im Dezember. Die hat eben immer auch eine große Anfälligkeit für Nebel. Und wenn man im Nebel hockt, dann gibt es Temperaturen um die 0 Grad auch morgen. Und das gab es auch heute zum Beispiel. Wir haben hier mal Neuenburg am Rhein. Heute, der Tag, 5.12.2016, 0 Grad. Und ich möchte einfach mal eine kurze Zeitreise machen. 10 Jahre zurück. Das ist kein Schreibfehler. Da hatten wir tatsächlich 19 Grad. Das war ein extrem warmer 5. Dezember. Aber eben, das war alles mit Wärme. Jetzt müssen wir zurück zu unserer Kälte. Trotzdem, ein bisschen werden die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen. Das ist jetzt, um nicht nur im Süden sich zu befinden, sondern auch mal nach Norden zu gehen, Hamburg. 15-Tage-Trend. Sie sehen, einen kleinen Sprung machen wir schon. Aber ab Donnerstag, Freitag, Samstag liegen wir dann so bei knapp unter 10 Grad. Nur die 19 sind natürlich in großer Ferne. Der Blick in die Nacht hinein zeigt Folgendes. Hier über der Ostsee kommen ein paar Tropfen an. Dann gibt es noch einen zweiten, durchaus gefährlichen Bereich von der Oberpfalz bis nach Franken. Und da kann es örtlich gefrierenden Sprühregen aus dem Nebel rausgeben. Und weil es dann natürlich am Boden auch 2 bis 4 Grad unter Null kalt ist, besteht hier natürlich die entsprechende Glättegefahr. Hier sehen Sie noch mal die Temperaturen. Da, wo es klar ist in der Mitte, geht es örtlich in Tallagen bis minus 10 Grad. Am Rhein und am Alpenrand sind es plus 1 bis minus 2 Grad und ganz im Norden 3 bis 5. Deswegen hier auch keine Glättegefahr. Morgen allerdings dann Richtung Berlin und Brandenburg. Ein paar Flocken in den Sprühregen möglich. Nachmittags kommt das zum Erzgebirge voran. Im Süden häufig neblig. Außerhalb des Nebels allerdings sonnig. Im Westen mit leichter Bewölkung. Und die Temperaturen erreichen bei Dauernebel minus 2 Grad bis 0 oder 1 Grad plus, in mittleren Höhenlagen bis 11. Der Wind im Süden schwach, im Norden Westwind. Und die Aussichten zeigen dann wenig Veränderungen zu Mittwoch. Am Donnerstag im Nordwesten ein bisschen Regen und eben milder. In den kommenden Tagen ist das die entscheidende Aussage, Ingo. Es wird milder. Darauf freuen wir uns hier im Norden. Vielen Dank, Sven Plöger, für diese Aussichten. Das war's von uns. Hier folgt die Story im Ersten, die heute von Einbrecherbanden aus Osteuropa erzählt, die in Deutschland ihr Unwesen treiben. Im Nachtmagazin begrüßt Sven Lorek Sie um 0:15 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss, bis dann.